ganz toll, dass ich da bin, weil ich saß heute Morgen in einem Flugzeug, was versucht hat, in Frankfurt zu landen, und da waren Drohnen, und dann sind wir erstmal nach Erfurt geflogen und haben aufgetankt und sind dann 2 Stunden später in Frankfurt gelandet. Das hat gerade noch gereicht. Also insofern, was alles so geht, ne? Ich werde euch heute was zu langlebigen Softwarearchitekturen erzählen, und ich weiß nicht, ob ihr auch alle alte Software habt, aber ich glaube, viele Leute haben das inzwischen, und alt meine ich jetzt auch so 15 Jahre, ist auch schon ganz schön alt, ne? So, und ich habe euch da vorne einen Geek & Poke drauf gemacht, den liebe ich sehr. Da steht unten drunter, a good architect leaves a footprint. Und dann sagt der eine zu dem anderen, we gave up finding proper names for the layers long ago. Since then we name them after their architects. Und dann gibt's da oben Transformation, Transport, und dann kommen David, Mark, Judy und John. Und das Allerschönste an dem Witz finde ich, dass da auch eine Frau dabei ist. Und das finde ich so schön, weil ich komme von der Firma Workplace Solutions aus Hamburg, und das sind meine ganzen Kollegen. Wir sind jetzt 100 Leute und haben vor einem Monat unser 20-jähriges Bestehen auf Mallorca gefeiert. Da war es kälter als in Hamburg. Aber wie dem auch sei, es war ganz schön. Also wir haben immer viel Spaß auf so einem Wochenende. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass da ganz viele Frauen sind. Bei uns sind 25% der Entwickler Frauen. Das habe ich letztens mal in einem Vortrag gesagt. Dann hat er zu mir gesagt, ach, da sind die alle. Ja, da sind die alle. Genau. Und wir haben richtig viel Spaß. Und ich glaube, unsere Männer sind auch alle sehr glücklich. Einer ist hier, 2 sind hier. Könnt ihr nachher mal fragen. Ein paar von den Frauen auch. Gut, was will ich euch heute erzählen? Ich will euch heute ein paar Sachen aus meinem Buch Langlebige Softwarearchitektur erzählen. Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen. Und ich merke das immer wieder. Also wir gucken uns ganz, ganz viele Softwaresysteme an. Davon werde ich euch auch was erzählen. Viele, viele alte Software, und die Leute leiden da dran. Und in meiner Wahrnehmung gibt es ein paar Dinge, die jeder von euch tun kann, wenn er mal was Neues baut, aber auch wenn er sich mit seiner Legacy beschäftigt, die er hat. Und das will ich euch ein bisschen vermitteln. Heute um 5 stehe ich nochmal hier und erzähle was zu Monolithen mit Domain-Driven Design zerlegen. Ich habe sehr darauf geachtet, dass das getrennte Vorträge sind. Also insofern, wenn ihr nachher nochmal Lust habt, dann kommt einfach nochmal wieder her. Okay, worum geht es oder was meine ich, wenn ich über technische Schulden spreche? Ich meine da, also ich sage den Leuten immer, ich spreche über 4 Sachen eigentlich, wenn ich über technische Schulden spreche. Eine Schuld, wenn mich jemand anruft und sagt, Frau Lienthal, können Sie mal kommen und unsere Software angucken, dann sage ich immer, ja, das kann ich gerne machen, und dann stelle ich so ein paar Fragen. Und die eine der ersten Fragen ist immer, haben Sie denn Dokumentation für Ihr System? Manchmal gibt's welche, und das ist auch immer schön. Manchmal sagt er am anderen Ende, ja, die kann ich Ihnen in 2 Wochen liefern. Und dann sage ich, dann weiß ich schon, der würde jetzt anfangen, ne? Muss er ja nicht. Ne? Und dann sage ich, lassen Sie das mal, wir machen das dann, wenn wir da sind. Das ist schon okay. Also das kriegen wir schon aus den Köpfen Ihrer Leute raus, was das für ein System ist, wie das gebaut ist. Machen Sie sich keine Mühe. Also eine technische Schuld ist, wenn man überhaupt gar keine Dokumentation hat. Ich weiß, dass viele Leute rumrennen und sagen, aber der Source Code ist doch die Dokumentation. Ich sehe das nicht ganz so, weil die größeren Strukturen im System und vor allen Dingen, warum man etwas irgendwie gemacht hat, das steht nicht im Source Code. Also wenn ihr etwas tut, dann dokumentiert bitte die Architekturentscheidungen. Ja, weil ich bin ziemlich sicher, dass ihr das auch schon ein paar Mal erlebt habt, dass einer neu kommt, ne? Und dass der dann zu euch sagt, wieso habt ihr das denn so gemacht? Ja, das macht man doch heute so, so, so oder so oder so. Und dann wisst ihr, dass ihr eigentlich damals, als ihr das entschieden habt, ganz viel diskutiert habt mit allen, und es war wirklich die beste Entscheidung, aber keiner weiß mehr warum.
Ja, und das ist Mist. Ja, also bei uns, die Teams sind alle verpflichtet, ihre Architekturentscheidungen zu dokumentieren. Also warum habt ihr das so oder so oder so gemacht? Das ist viel wichtiger, als irgendwelche Diagramme an die Wand zu kleben oder so. Ja, die Entscheidungen müssen dokumentiert werden. Gut, das habe ich tatsächlich noch nirgendwo gefunden, wo ich mir ein altes System angeguckt habe. Also wenn ihr sowas habt, dann finde ich das super toll und dann sagt mir das mal, dann kann ich das nächstes Mal gut finden, ne, oder erzählen in einem Vortrag. Ich kenne jemanden, der hat das. Gut, das Zweite, was ich immer frage, ist, wie steht es bei Ihnen mit den automatisierten Tests, also den Unit-Tests? Und meistens ist dann erstmal Stille am anderen Ende und dann sagt die Person, meinen Sie diese Unit-Tests? Dann sage ich, ja, genau, das, wo es immer rot oder grün wird, so, wenn man die ausführt und so. Oh, ja, wie hoch ist denn Ihre Testabdeckung? Naja, vielleicht so 10% oder so. So, dann weiß ich schon, was mir blüht. Ich habe inzwischen aufgehört, mit Leuten darüber zu diskutieren, dass das ja doch gar nicht nützt, wenn das schlechte Tests sind oder was oder wie oder so. Ja, ich sag zu den Leuten heutzutage, es ist aber Industriestandard, dass wir Unit-Tests schreiben. Ja, und das sollten wir tun. Also ich weiß nicht, ob gibt's hier Leute, die 80% Testabdeckung in ihren Business Code haben? Ah, es wird immer besser. Vielleicht habe ich das schon oft genug gefragt. 50%? Ja, Leute, ihr müsst das machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, in einem Projekt zu arbeiten, wo es Testabdeckung gibt. Es ist so herrlich. Man schläft gut, weil man weiß, dass einen nachts keiner anruft. Man freut sich, wenn einer einen Fehler findet, weil dann kann man einen Test schreiben. Und man ändert auch gerne was, weil man weiß, dass man ein Sicherheitsnetz hat. Ja? Also macht das. Also wenn ihr das nicht habt, habt ihr eine technische Schuld. So, und dann gibt es noch die beiden technischen Schulden, die man tatsächlich im Source Code findet. Das sind einmal so Implementierungsschulden, die könnt ihr messen. Wer hier hat hier alles SonarQube laufen? Ah, sehr gut, sehr gut. Wer es noch nicht hat, probiert es einfach mal aus. Das ist so eine Open Source Plattform, da kann man ganz viele Metriken sehen. Selbstverständlich sind die Metriken nur Indikatoren, ja, aber auch Indikatoren sind besser als gar nichts. Ja? Also große Methoden, komplexe Methoden, viel Kopplung, all solche Sachen, das sind Implementierungsschulden. Und das, was ich mir angucke, sind Architekturschulden. Also Schulden im Design, wie man das System verkoppelt hat. Das ist das, was mich interessiert. Und das, was man in der Regel erlebt, ich habe das mal versucht, so mit so einem Bild klarzumachen. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine Software gebaut und wir durften das richtig toll machen. Wir haben die besten Leute gekriegt und wir bringen unsere Software in die Welt mit wenigen Schulden. Ne? Hier unten, also da unten, an dem Punkt kommt sie in die Welt. Und das Schönste wäre doch, wenn die Software jetzt so bleibt. Also klar, das ist eine tolle Software. Wir werden die erweitern, Fehler beheben, alles Mögliche machen. Und es wäre doch super toll, wenn die hier unten im Bereich geringer Schulden bleibt. Ja, also gut getestet, wenig Implementierungsschulden, wenig Designschulden. Und das, was ich bei unseren Teams sehe und was ich auch glaube, was normal ist, immer wenn man irgendwas an der Software macht, Wartung, Erweiterung, dann nimmt man häufig ein bisschen Schulden auf, weil die erste Lösung ist meistens nicht die beste. Ja? Man macht also eine Lösung und wenn man die dann fertig hat und so und dann die nächste, dann merkt man, ach nee, hätte ja doch anders gesollt. Also eigentlich braucht man regelmäßig Zeit, um sich zu überlegen, was man da gemacht hat und das zu reparieren, zu erneuern. Ja, und dann kommt so eine Wellenbewegung zustande und das System bleibt in einem guten Zustand. Und es gibt tatsächlich Systeme, wo die Leute sowas machen. Ich habe die gesehen und kann euch davon erzählen. Und die sind auch riesengroß und so weiter. Also es ist eine Frage dessen, ob einem das bewusst ist. Wer hat bei euch in jeder Iteration einen Teil der Zeit, um Refactorings zu machen? Ja, das ist super. Ja, das wird auch immer besser. Ich frage das ja öfter. Also wer mich schon mal erlebt hat, der kennt diese Frage. Fordert das ein. Wenn Studenten mich fragen, was sie denn bei einer Bewerbung fragen sollen, dann sage ich ihnen, fragt, ob die automatische Tests haben und fragt, ob die regelmäßig refactoren dürfen. Ja, dann weiß man schon, ob man da bleiben will oder nicht. So, wenn man das nicht macht, dann passiert nämlich das hier. Man
wandert diese Pfeile hoch da. Das nennt sich Architekturerosion. Ja, das System wird immer verhakelter, immer schwieriger zu verändern. Und deswegen habe ich diese Pfeile in dieser Grafik auch immer kürzer gemacht. Also je weiter man an dem System arbeitet, desto weniger schafft man in der gleichen Zeit oder für das gleiche Geld. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich weiß noch, dass ich auf einem Containerterminal in Hamburg mal so ein Großprojekt geleitet habe und irgendwann kam einer von den Vertretern zu mir und sagte, Carola, kannst du mir das mal erklären? Als die angefangen hatten mit der Entwicklung und wir die ersten Versionen eingesetzt haben, da vor 5 Jahren, da wollten die für ein neues Feld 2 Tage, also ein neues Feld an der Oberfläche, ne, wo man was eigentlich macht. Jetzt sagen die, das kostet 10 Tage. Ja. Dann habe ich ihm das da gezeigt, ja, also weil das war auch wirklich so. Das System war immer weiter verknollt. Und dann landet man irgendwann hier oben und hat hohen, unplanbaren Aufwand für Wartung. Früher war das meistens der Zeitpunkt, wo die Leute mich angerufen haben, ob ich kommen kann und helfen kann. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das eigentlich der ungünstigste Zeitpunkt ist, um zu helfen. Das können wir auch, aber es ist aufwendig, da wieder runterzukommen, ja, und Refactorings zu machen. Das ist teuer. Es ist viel besser, wenn man hier unten mal kommt. Das führt dazu, dass wir bei uns, wenn wir Software entwickeln und wir bauen relativ viel Software bei uns, für Kunden, dass wir sehr früh nach 2, 3, 4 Monaten uns die Software angucken, ja, und gucken, wie viel Schulden da drin sind, um das zu vermeiden. So, und was ihr hier seht, dieses Ding da, das ist der sogenannte Crap Cycle. Das bedeutet, das C steht für Create, das R steht für Refactor, das A steht für Abandon, also verlassen, ja, und das P steht für Replace. Ja. Also der Crap Cycle führt dazu, dass man die Software neu macht. Das ist aber Das war weder vor 20 Jahren einfach, noch ist das heute einfach. Ne? Und ich glaube, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber viele Manager sind da inzwischen skeptisch, was das angeht, dass man sagt, lass es uns doch neu machen. Also ich weiß noch, so Anfang 2000, als Java, ne, auf die Welt kam und gesehen wurde, da haben viele Manager viel Geld gegeben, weil alle gesagt haben, das COBOL muss weg. Ja, das muss weg. Jetzt müssen wir Java machen. Und jetzt erzählen deren Leute dieselbe Geschichte wieder. Ne? Das Java muss weg, wir müssen oder sowas. Ja, also das, ja. Und wenn Leute in so einer Situation sind, ich habe lange überlegt, wie kann man das ausdrücken, wie die sich fühlen. Also mir tun die Leute leid, weil meistens fühlen die sich so. Oh, jetzt geht es nicht weiter, doch. So. Ja. Also, und das Frappierende an diesem Bild ist, man sieht ja, das stürzt fast ab, dieser Baum stürzt fast ab, ne? Und die Mitarbeiter sitzen da unten und tun alles, damit das System überlebt, ne? Die stehen nachts auf, die starten Server neu, die reparieren Sachen in der Datenbank. Ganz, ganz irre habe ich das mal gesehen bei einem unserer Kunden. Der hat ein altes RPG-System. RPG ist so ähnlich wie COBOL, ja. Und da waren 3 Mitarbeiter, die haben dieses RPG-System, haben sich darum gekümmert. Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was sie jeden Morgen von 8 bis 11 taten. Aber irgendwann habe ich das verstanden. Von 8 bis 11 haben sie Programme gestartet, die die Daten wieder repariert haben, die die Nachtläufe kaputt gemacht haben. Weil sie nicht in der Lage waren, die Nachtläufe so hinzubauen, dass die nichts kaputt machten. Also das war interessant, ja. Da könnte ich noch viel. Und das Traurige war auch bei denen, also mich hat das Management dahin geholt, weil die gesagt haben, das ist doch furchtbar. Die Mitarbeiter sagen immer, das geht alles nicht und alles dauert immer so lange. Und dann sagen sie, das dauert 2 Wochen und dann dauert das 10 Wochen. Und warum ist das denn alles so? Weil das Management guckt von oben und von oben ist der Baum grün. Ja, das Management hat die Erfahrung, das geht doch, ihr schafft das doch, stellt euch doch nicht so an. Ja? Und dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung zu vermitteln einem Management, das ist nicht so einfach, aber es wird immer besser. Sind hier Manager, die ich jetzt gerade ärgere, irgendwie, die das sowieso wissen und sorry, ne? Gut. Ich glaube, in den letzten 5, 6 Jahren haben wir uns über 300 Systeme jetzt angeguckt, in verschiedensten Größen.
in verschiedensten Programmiersprachen. Und das Interessante ist, es ist überall dasselbe, wenn man über Design- und Architekturschulden spricht. Das werde ich euch gleich zeigen. Das größte System, was ich mir angucken durfte, das sind die 15 Millionen von der Technikerkrankenkasse. Das ist ein tolles System. Also wenn ihr da versichert seid, dann könnt ihr da bleiben. Das funktioniert noch eine ganze Weile. Aber die Geschichte von dem System ist auch sehr süß. 2000 hat die IT-Leitung und die Geschäftsführung eine große Beratungsfirma ins Haus geholt und hat gesagt, Sie müssen mal mit uns jetzt hier eine IT-Strategie machen, wie kommen wir in die Zukunft? Ne? 2000 war das ja auch schon eine Frage, da hat noch keiner Digitalisierung gesagt, aber Zukunft war auch schon so ein Thema. Ne? Und dann hat diese große Beratungsgesellschaft gesagt, ja, also das COBOL muss weg. Ja, das geht gar nicht. Ihr müsst das alles neu machen mit Java. Das ist die Zukunft. Okay, hat die Geschäftsführung gesagt. Die Techniker Krankenkasse ist nämlich sehr innovativ mit dem, was sie so tut. Wie lange dauert das denn? Und da hat die Beratungsgesellschaft gesagt, oh, 2 Jahre. Dann seid ihr fertig. Und dann haben die 2000 angefangen und waren 2014 fertig. Aber das ist die einzige Versicherung, die ich kenne, die ihr ganzes COBOL losgeworden ist. Die haben das geschafft. Ja. Im Gegensatz zu vielen anderen, wo man mit einem Zoo leben muss. Ne? Also so ist das. Ja, also viele Sprachen und ich kann euch viele lustige Sachen darüber erzählen. Wir haben letztens auch R angeguckt und sowas. Also es gibt ja alles mögliche lustige Zeug. Gerade diese KI-Systeme, die sie jetzt alle bauen, die bestehen ja dann aus ganz vielen verschiedenen Sprachen. So vom Gefühl her wird es nicht besser. Ne? Also die Komplexität steigt, je mehr Programmiersprachen man in so einem System hat. Aber gut, man kann das ja so. Und was bedeutet das denn nun, dass man wenig technische Schulden hat, dass man keine Design- und Architekturschulden hat und so? Also für mich bedeutet das, dass die Software so gemacht ist, dass meine Leute sich schnell darin zurechtfinden. Weil die Krux ist, dass die Besten von euch gerade mal in der Lage sind, 30.000 Zeilen Code im Kopf zu behalten. Mehr nicht. Und 30.000 Zeilen Code, das ist sowas, was man in so einem Studentenprojekt in einem halben Jahr programmiert, mit so einem Team von 3-4 Leuten. Ja? Also das ist nix, wenn ihr da guckt, das ist alles größer. Ja, 15 Millionen Zeilen Code, da muss man natürlich auch nicht alles wissen, aber nichtsdestotrotz, wenn man so ein System wartet, wird man nicht in seiner kleinen 30.000 Zeilen Code-Ecke bleiben. Also man wird über das System wandern. Kennt ihr das auch? Ich habe letztens so ein programmiert und dachte, boah, weltbester Algorithmus, den ich jemals gebaut habe. So super. Das werde ich nie vergessen. Glücksgefühle ohne Ende. Ne? Also toll. Ja. 2 Monate später kam ich da wieder vorbei. Und ich wusste noch, dass ich gedacht habe, ich werde es nie vergessen. Aber was? Ja, blöd. Ne? Ja. Also insofern, es ist total wichtig, dass die Software so gebaut ist, dass man sich schnell darin zurechtfindet. Denn was tun wir den ganzen Tag? 70% unserer Zeit versuchen wir, irgendwelchen Code zu verstehen, der schon da ist, ja, den wir mal oder auch nicht selber gebaut haben. Dann lösen wir das Problem, was wir lösen sollen, und dann programmieren wir das. Ja. Also wir müssen Zeit sparen, wo es ums Verstehen geht. Ja. Da müssen wir ran. So, und was das bedeutet, ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen Software bauen, die trotz ihrer Größe einfach ist. Das klingt jetzt lustig, ne? Aber ich gebe so Architekturkurse und dann geht es immer darum, was sind die Aufgaben eines Architekten? Oder ist da immer so eine Liste? Und ein Punkt, da steht, die Aufgabe eines Architekten ist, die Sachen zu vereinfachen. Ja? Und das ist das Allerwichtigste. Ja? Ich war letztens bei einem Kunden, Raum, ich sollte irgendwas mit dem Architekten machen. Man führte mich zu dem Architekten, der saß da und programmierte. Fand ich erstmal gut, ne? Programming Architect sitzt in seinem Team, super. Ja, sag ich, ah ja, Sie sind gerade noch beschäftigt. Ich komme dann gleich mal wieder. Haben Sie eine Ahnung, wie lange das dauert? Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich habe heute Nacht Framework X gegen Framework Y ausgetauscht und das baut hier noch nicht so richtig. Ja.
Und dann guckte ich mich so um und seine ganzen Leute um ihn rum, so alle so, ne, weil sie in 2 Wochen irgendwie Release haben oder so, ja. Das geht nicht. Das ist kein Architekt, das ist ein Technologe, ja. Das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst die Software vereinfachen. Die ist fachlich komplex genug, das ist alles, ja, gibt genug. So. Und um das auf Software runterzubrechen, habe ich mich mit kognitiver Psychologie beschäftigt und zeige euch 3 Sachen, die unser Gehirn kann, um mit komplexen Strukturen umzugehen. Das werdet ihr ganz schnell verstehen, weil ihr das alle macht. Unser Gehirn macht Folgendes. Unser Gehirn hat einen Mechanismus, der nennt sich Chunking. Wir bilden Hierarchien und wir bauen Schemata auf. Und all das machen wir, um Zeit zu gewinnen. Chunking ist das Erste, was ich euch erkläre. Chunking bedeutet, dass wir aus kleineren Einheiten größere machen. Also wir fassen Dinge zusammen. Das müssen wir, weil in unserem Kurzzeitgedächtnis sind nur 9 Stellen. Ja, meine Sätze sind garantiert länger als 9 Worte. Ihr seid also die ganze Zeit am Chunken und das Zeug irgendwie zusammensetzen, ja, und zu verarbeiten. Ja. Und das ist super, aber das funktioniert nur, wenn das, was ihr versucht zu chunken, auch etwas miteinander zu tun hat, also einen Zusammenhang hat. Ja, nur weil irgendwas nah beieinander ist, ja, funktioniert das nicht. Ja, ja, okay. Also Nähe ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern das entscheidende Kriterium ist, dass das konzeptuell zusammenhängt. Und wenn man in seiner Software solche Klassen hat wie diese hier, das ist eine Klasse, die heißt Manager und da kann man Services registrieren, bekommen, initialisieren, dann kann man eine Event-Queue bedienen. Oh, und drucken kann man auch. Ja? Das eignet sich nicht zum Chunking. Ja? Und da kommt auch schon fast direkt rüber, welches Kriterium wir schon seit den 60er Jahren in der Informatik haben oder welche Heuristik oder Idee, Konzept. Wir wollen modulare Software bauen. Ja, und das sagen immer alle Leute so toll. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Einheiten schaffen müssen, die etwas miteinander zu tun haben. Ja, und ich erkläre euch gleich noch ein bisschen dazu, aber wenn ich so einen Witz auflege, dann erkläre ich den immer erstmal. Der eine sagt, it's crucial to find a good name for your class, which reveals its purpose. Also wenn man versteht, was sie tut, ja, dann gucken sie so und dann sagt er, like crap, I don't know where else to put in. Und dann sagt der andere, exactly. Ja. Ja. Und es ist so banal wie das. Ja. Wenn ihr dem Ding, sei es eine Klasse, sei es ein Package, sei es ein Modul, sei es ein Projekt, keinen sinnvollen Namen geben könnt, dann seid ihr nicht modular und dann wird das keiner chunken können. Das ist der Anfang vom Problem. Ja? Wir haben viele schöne Sachen gelernt in der Informatik. Wir sollen Sachen bauen, die hohe Kohäsion und lose Kopplung haben. Ja? Ich kann das am besten immer an Packages beschreiben. Ich will, dass in dem Package Klassen sind, die eine hohe Kohäsion haben. Das heißt, die arbeiten ganz viel zusammen und erfüllen eine Aufgabe zusammen und brauchen dazu fast niemand von außen, ja, also lose Kopplung nach außen. Ja? Lose Kopplung bedeutet wenig Kopplung. Das bedeutet nicht, dass ich irgendeinen hübschen technologischen Eventbus habe, über den ich das entkopple. Ja? Ich rede häufig mit Leuten, die Microservices haben. Ne? Also das ist das Neueste natürlich oder das, was jetzt auch schon langsam so ein bisschen abgehangen wird, aber die Leute rufen an und sagen, können Sie uns helfen? Wir wollen unser System in Microservices umbauen. Ja, können wir. Ja. Können Sie mal unsere Microservices angucken? Dann sage ich, ja, können wir auch. Und dann ist immer die Frage, sind die lose gekoppelt? Ja, klar, die sind lose gekoppelt. Ach, wie denn? Ja, wir haben das alles mit so Events gelöst. Ja, die kennen sich alle gegenseitig nicht. Das ist ein Missverständnis, Leute. Ja, lose Kopplung heißt wenig. Wenig bis keine, ja, okay. Oh, Separation of Concern ist das Gegenteil und das ist von Robert Martin, das ist sein erstes Prinzip von den Solid-Prinzipien. Wer kennt die Solid-Prinzipien von Robert Martin? Wer sie nicht kennt, sollte sie kennenlernen. Das S steht für Single Responsibility Principle. Ein Ding soll eine Aufgabe haben. Das geht direkt zusammen mit dieser Idee von Chunking und Modularität, ja. Okay, das Zweite, was die Wissenschaftler gesagt haben, ist, um in komplexen Strukturen uns zurechtzufinden, müssen wir mit Hierarchien arbeiten. Das tun wir Menschen die ganze Zeit. Wir können also besser uns Sachen merken, schneller was finden, wenn wir Hierarchien haben, als wenn wir Netze haben. Da haben die Tests gemacht und haben das, können das, also das können die tatsächlich belegen.
Ja? Also das Chunking ist schwer zu belegen. Aber gut. Und das Dritte, also wir können Software bauen, die hierarchisch ist. Das zeige ich euch gleich. Das Dritte und das Allerbeste, was wir Menschen können, ist, wir bauen Schemata auf. Wir bauen Schemata auf über unsere Welt. Wenn ich euch also sage, meine beiden Eltern waren Lehrer, ja, dann geht bei euch das Lehrerschema los und ihr denkt, ach, deswegen redet die so viel. Oder ihr denkt, oh Gott, das muss ja eine furchtbare Kindheit gewesen sein oder so. Ne? Also ich glaube, die furchtbare Kindheit hatte mein Bruder. Der hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich habe drei Eltern oder so. Mein Name. Ja. Aber da war ich auch noch ganz jung. Ne? Also, okay, jetzt zeige ich euch, was es bedeutet, dass man kein Schema hat. Wenn ich zu euch sagen würde, passt ganz genau auf, was passiert. Mein Vater war Säumer. Dann ist da nichts, weil ihr nicht wisst, was das ist für ein Berufsbild. Säumer waren die Menschen, die, bevor es Züge und Lastwagen gab, die Waren an den Bergsäumen über die Alpen transportiert haben. Aber es geht nicht um die Säumer, sondern es geht um den Effekt. Ja? Lehrer, Säumer, hell. Ja? Also um den Effekt geht es. Also das eine ist, man erkennt was wieder, das hilft. Und das andere ist, solche Schema machen uns unglaublich viel schneller. Und das Schöne, den schönen Test, den die Psychologen gemacht haben, ist, die haben ein Schachbrett genommen und haben das Schachbrett Schachexperten hingehalten. Ich weiß, es ist verkehrt rum, das muss euch jetzt nicht stören, die Schachexperten. Und haben dem Schachexperten da Steine draufgestellt und haben gesagt, guck dir das mal an, 20 Sekunden, merk dir so viel, wie du kannst, dann räumen wir die Steine ab und dann baust du wieder auf, woran du dich erinnerst. Das haben sie mit Schachexperten gemacht und mit Leuten, die nichts von Schach verstehen. Die Schachexperten haben 20% mehr Steine wieder aufgestellt. Aber nur so lange, wie auf dem Schachbrett etwas stand, was im Schach eine sinnvolle Aufstellung war. Ja, wenn da Unsinn auf dem Schachbrett stand, waren alle gleich schlecht. Ja, okay, was haben die Experten gemacht? Die Schachexperten haben ihre Schemata angewendet und haben dadurch verstanden, was sie sich merken sollten. Also Schemata sind klasse. Und diese Kapazität unseres Gehirns, sowas aufzubauen und damit zu arbeiten, das können wir und tun wir auch schon, das nutzen wir in unserer Software. Und was haben wir in Software, was das abbildet? Wir haben Patterns auf Architektur oder auf Klassenebene. Ja? Entwurfsmuster, Architekturmuster, das ist das, was diese Schemata, unser Vermögen sozusagen aufnimmt und in Software überträgt. Das macht aber nur dann Sinn, wenn wir die Pattern konsistent einsetzen. Ja? Also ich sage dazu immer, wir müssen Musterkonsistenz in unserer Software haben. Wenn da, letztens war ich am Programmieren mit einem jüngeren Kollegen und wir waren am Bugfixen, wir suchten also einen Fehler und arbeiteten uns so durch von der Oberfläche. Und irgendwann kamen wir zu einer Klasse, die hieß Factory. Ja? Die meisten von euch wissen noch, was eine Factory-Klasse ist. Ne? Eine Factory-Klasse, heute braucht man die nicht mehr so viel, weil wir alle mit Dependency Injection arbeiten. Aber früher war also in Legacy-Systemen findet man die noch oft. Das ist eine Klasse, wo man sich Objekte erzeugen lassen kann. Ja, das ist eine Fabrik halt. Ne? So. Und wir gucken dann und was stellten wir fest? Wir hatten uns da so durchgesucht. Auweia, diese Factory-Klasse erzeugte nicht nur Objekte, sondern die berechnete was? Und speicherte das Zeug in die Datenbank. Ja, mein junger Kollege, was ist das denn? Das müssen wir sofort refactoren. Wer hat das gemacht? Ja, also wer hat das gemacht, ist ja dann immer die erste Frage, die man so stellt. Ne? Aber das ist auch egal. Und ob wir das refactored haben oder nicht, ist auch egal. Was ist passiert? Der Flow ist vorbei. Ja, das Verstehen, was hier los ist, dass ich durch den Source Code lesen, weiterspringen, den Fehler finden, zu Ende. Ja? Und das ist das Problem. Also wenn ihr Muster in eurer Software einsetzt, dann setzt sie konsistent und gleichartig ein. Ja?
Ich habe vorhin von einfach gesprochen, ja, vereinfachen. Ich weiß noch, letztens hatte ich eine Analyse mit so einem größeren Team, von dem sind, glaube ich, auch zwei Leute hier, die haben mich vorhin darauf angesprochen, saß ich da mit 20 Leuten, wir haben die Architektur analysiert, die Muster angeguckt und dann ging es los. Dann sagte der eine, ja, und dafür benutze ich immer das Pattern. Und von der anderen Ende des Raumes kam, was? Ich dachte, dafür benutzen wir das Pattern. Und so ging es immer weiter. Ja? Ich hoffe, ihr habt bei euch regelmäßig Meetings, wo ihr über die Muster sprecht, die ihr in eurem System habt. Wenn nicht, führt sie ein. Ich sage zu den Leuten immer, das ist ein architektonischer Schatz. Die Muster, die ihr da drin habt. Wenn ihr was dokumentiert, dann dokumentiert die. Ja, was ist ein Service? Was ist dessen Aufgabe? Was macht der? Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Okay, also das solltet ihr tun. Und ich habe schon ein bisschen was davon erzählt, was ich mache, wenn ich mir so Software-Systeme angucke oder wenn Leute das von mir wollen. Es geht um ganz unterschiedliche Aspekte dabei und ich will euch ein bisschen zeigen, was man da so findet, wie Software so aussieht mit dieser Brille. Ja, ich gucke immer, ist die Software modular, ist sie hierarchisch und sind da Muster? Das ist das, was wir untersuchen. Und erstmal sage ich den Leuten immer, ja, was wir machen ist, wir gucken, was ihr für einen Plan von der Architektur hattet, also was euer Soll ist und wie das im Source Code ist. Und das vergleichen wir, ne? So, das ist das, was wir machen, wenn wir euer System angucken und euch helfen, das zu zerlegen und darüber zu diskutieren und so weiter. Natürlich ist es nicht ganz wahr, weil in der Regel gucken wir auch, ob die Idee, also ob das Soll überhaupt sinnvoll ist, ja. Weil das ist manchmal nämlich auch gar nicht so sinnvoll. Und das Ergebnis ist eigentlich immer, dass die beiden nicht zueinander passen. Ja? Also der Plan, sei es auf Papier, sei es in den Köpfen der Leute, findet sich im Source Code nicht so. Es gibt irgendwelche Abweichungen, Verletzungen. Das ist ganz normal. Ja? Wir machen diese Analysen mit einem Tool, das heißt Sotograph. Und ich benutze ihn seit 2004 und kenne die ursprünglichen Entwickler. Und ich weiß noch, wie der ursprüngliche Entwickler zu mir gesagt hat, tja, weißt du, Carola, das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist den Sotografen mit dem Sotografen zu analysieren. Und ich dachte, sagt er, es ist alles grün. Sag ich, und? Weil ich habe ja lauter Leute, die ein Tool zur Architekturanalyse gebaut haben. Die wissen ja, was das macht. Und? Es war alles rot. Sag ich, ja, ich verstehe das. Ja, das ist ganz normal. Es muss keiner Angst haben, wenn das alles rot ist. Ja, weil was machen die Leute, wenn sie Software bauen? Die bauen Features. Die denken nicht über die Architektur die ganze Zeit nach. Und je größer das Team wird, desto mehr Workarounds werden gebaut, um an irgendwelchen Architekturregeln vorbeizukommen. Ja, also wenn ihr Architekten seid, dann müsst ihr in die Teams gehen, um rauszukriegen, warum die das da so machen. Ja, die werden nicht zu euch kommen. Ich sag immer, Architektur ist eine Hohlschuld. Ja, der Architekt muss sich das abholen. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Buch ins Englische zu übersetzen und mein Kollege, der Schotte ist, hat zu mir gesagt, Carola, das Wort Hohlschuld, das lassen wir einfach deutsch da in dem Buch. Das, das gibt's nicht im Englischen, das führen wir jetzt ein. Ich bin mal gespannt. Es ist gerade im Copy-Editing. Mal sehen, was der daraus macht. Wollen wir mal sehen. Okay, und was machen wir da? Ihr wisst alle, was Pair-Programming ist, ja? Macht ihr Pair-Programming? Ja, gut. Also, bei uns machen wir Pair-Programming für die wichtigen Sachen. Manchmal arbeiten die Leute auch alleine. Es gibt Leute, die das nicht so gerne mögen. Aber wir versuchen das. Was wir auch manchmal machen, ist etwas, das nennt sich Mob-Programming. Wer hat davon schon gehört? Mob-Programming? Ah, okay. Was bedeutet das? Das ganze Team sitzt vor einem Monitor, einer hat die Tastatur und alle reden mit. Ja, also der Mob. Ne? Mein Kollege Heinz Südikofen ist Germanist und der hat gesagt, oh Gott, was für ein furchtbarer Name. Ein Mob ist doch eine wilde Horde, die durch die Lande zieht. Ja, das kann man doch nicht so nennen, aber irgendjemand hat es so genannt und natürlich muss das auch wohlgeordnet abgehen, so ein Mob-Programming. Ja? Wenn ich Kunden erzähle, dass wir Pair-Programming machen und dass wir Mob-Programming machen, dann sagt der Kunde immer, ach, da machen Sie mal lieber Pair-Programming. Ne? Also das Mob-Programming, das ist ja dann doch ein bisschen teuer. Ne? Aber dann habe ich das Pair-Programming verkauft. Das finde ich dann immer ganz gut. Ja.
Also das kann man als Argument sehr gut verwenden, obwohl es Quatsch ist. Ja, Mob-Programming ist absolut effizient, man kommt sehr schnell voran und bei großen Refactorings sollte man das unbedingt machen. Was ich mit den Leuten mache, das nenne ich Mob-Architecting. Ja, ich sitze also mit den Leuten zusammen, so in so einer großen Runde. Die freuen sich alle, guck mal, die sind alle ganz happy. Und dann diskutieren wir über den Source-Code, über die Software in einem Tool, in der Regel, habe ich schon gesagt, also wie läuft sowas ab? Wir lesen den Source Code in das Tool ein, ja, dann modellieren wir die Architektur, fachliche Zerlegung und was. Wir diskutieren Refactorings, sammeln die und das lieben die Leute. Ja. Wenn sie verstanden haben, dass wir ihnen nichts Böses wollen, dann lieben die das. Und wir gucken das immer in diesen drei Kategorien an: Modularität, Hierarchien und Muster. Und ich will euch jetzt ein bisschen zeigen, was man da so findet und was man daraus lernt. Also das Erste, was ich den Leuten immer versuche klarzumachen, ist, dass es echt, echt schade ist, dass wir in den 90er Jahren, als es anfing mit Architektur, den Leuten zuerst technische Schichtung beigebracht haben. Ja? Ich weiß das noch. Ich war damals auch an der Uni und habe gelehrt. Und wenn mich heute jemand anruft und sagt, Frau Lienthal, können Sie mal kommen und uns helfen? Sage ich immer, ja, was haben Sie denn für eine Architektur? Und 80% der Fälle sagt, wir haben Schichten. Dann weiß ich schon, wir haben technische Schichten. Ja, das ist besser als nichts. Also ich glaube, man kann sozusagen unsere vergangene selbst nicht beschimpfen dafür, weil in den 90er Jahren, da haben die Leute so Applikationen gebaut, wo in der Oberfläche SQL-Statements waren und so. Also da war das schon ganz gut, dass man das mal ein bisschen geschichtet hat, ne? Und ich habe jetzt letztens tatsächlich ein System gesehen, was noch so gebaut ist. SQL und so in der Oberfläche. Es gibt nur Clients und einen Datenbankserver. Ne? Also es gibt keine Serverkomponenten. Und jetzt wollten sie eine Webschnittstelle bauen, damit man da Daten reinpumpen kann. Und dann haben sie die Oberfläche unsichtbar gemacht. Und cool. Ihr könnt euch das vorstellen, ne? Ja. Das macht Spaß. Aber ja. Aber das war in den 90er Jahren so. Und diese Software ist die Cash-Cow des Unternehmens. Ja? Das darf man nicht vergessen. Das verdient Geld, das Ding. Ja? Da muss man lieb mit ihm sein. Also jedenfalls, leider, leider wussten wir damals noch nicht, dass wir den Leuten eigentlich als erstes beibringen müssen, dass sie ihre Software fachlich zerlegen. Also eigentlich will man in Software sowas. Man will fachliche Module als erste Zerlegung und dann will man technische Schichten da drin oder wie auch immer. Ja? Meistens ist es leider andersrum. Wenn ich wo anrufe oder wenn mich jemand anruft, dann erzählt er mir erstmal von technischen Schichten. Und was das in der Software bedeutet, also ich habe eine technische Kopplung, ne, wo ich nur Beziehungen von oben nach unten haben kann und ich, also wenn eine Kopplung in der Software ist auf der fachlichen Ebene, dann wäre es schön, wenn die auch nur in eine Richtung geht. Ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel von einem System, das durfte ich mir noch relativ klein angucken. Da hatte das so 100.000 Zeilen Code und der Architekt kannte mich, das ist ein Java-System, und sagte, Carola, kannst du mal kommen? Wir müssen das jetzt richtig dick erweitern im nächsten Jahr und ich bin mir nicht so sicher, ob die wissen, was sie da gemacht haben. Und dann haben wir einen Tag zusammengesessen, 40 Refactorings erarbeitet und dann hatte das System eine gute technische Schichtung. Und ich habe den Leuten dann gesagt, wisst ihr was, ich komme in einem Jahr wieder und dann gucken wir uns das wieder an. Und dann möchte ich, dass die technische Schichtung in Ordnung ist und dass ihr auch noch eine fachliche Struktur da drin hat. Und das ist immer klasse, wenn die Leute wissen, dass man wiederkommt. So sah das dann aus, als ich wiederkam. Ich erkläre euch, was ihr da seht. Erstmal ist wahrzunehmen, links ist die technische Schichtung, rechts ist die fachliche Struktur. So, das ist das Erste. Das sind Bilder aus dem Sotografen, falls sich das jemand fragt. Und diese Quadrate hier, das sind Module sozusagen, die wir definiert haben. Also wir haben den Source Code in das Tool gelesen und haben in dem Tool diese Quadrate drauf modelliert. Ja, und haben gesagt, ah, okay, das ist ein Jar, also machen wir daraus mal so ein Modul. Ja, und dann haben wir die Module geschichtet. Und zwar haben wir die hier in, das hier oben bis zu dieser hellen Grenze ist die User, die UI-Schicht. Das hier ist die Business-Logik, das große Teil, ne, das große Teil in der Mitte. Und da unten sind noch weitere Schichten, also in Richtung Datenhaltung und so weiter. Ja, das ist also erstmal das Prinzip. Ihr seht sozusagen Module in Schichten hier jetzt gerade. Und in diesen Modulen drin sind Teile
des Systems. Also wenn man das aufklappen würde, würde man einen Teil des Package-Baums und die Klassen da drin sehen. Und ihr wisst ja alle, dass in einem Software-System eigentlich nur die Klassenbeziehungen haben. Ja? Die werden in so einem Tool aber dann natürlich hochgerechnet. Und diese Bögen, die hier sind, seht, das sind die Beziehungen zwischen den Klassen. Also hier oben in diesem Modul gibt es eine Klasse, die braucht irgendwas von einer Klasse hier ganz unten. Das heißt, die braucht die, um übersetzt zu werden. Die ruft dann eine Methode auf oder benutzt den Typ oder eine Konstante davon oder was auch immer. Ja? Also auf der linken Seite gehen die Beziehungen von oben nach unten und rechts in der anderen Richtung. So. Und wenn man eine Schichtung will, dann will man rechts gar nichts haben. Ja? Dann will man nur auf der linken Seite grüne Bögen und rechts nichts. Das hier ist super. Ja? Also ich habe die sehr gelobt. Und diese Bögen hier unten haben wir gelb gemacht, weil das war echt lustig. Ja? Wir haben da reingeguckt und da hatte jemand hier unten in der Klasse nicht das Interface benutzt von irgendeinem Service oder so, sondern hatte direkt die Implementierung von dem Service verwendet. Ja? Und dadurch kam diese Beziehung zustande, einfacher Schreibfehler. Ja, wir gucken da drauf, der Architekt sagt, oh super, ganz easy, können wir schnell wegmachen. Schnell einen Jira-Task gemacht. Ne? Okay, haben wir das gelb gemacht. Nächste Stelle angeguckt, da war dasselbe. Nächste Stelle wieder dasselbe. Was war passiert? Copy und Paste. Ja? Das passiert und ich kann euch sagen, man sollte das möglichst früh reparieren. Weil wenn das so weitergeht, dann sieht das irgendwann so aus, als sollte das so sein. Ja, weil das so viele Beziehungen sind, das ist richtig. Ja? Das heißt, wer von euch kennt die Pfadfinderregel? Okay, ihr seid Pfadfinder im Source Code. Pfadfinder müssen den Ort, wo sie übernachten, in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Das heißt, wenn ihr eine Klasse ändert, anfasst, irgendwas macht, muss sie hinterher besser aussehen. Ja? Das heißt, entweder hat sie plötzlich eine Testklasse, das wäre doch sehr schön, ja? Oder ihr entdeckt diesen Schreibfehler und repariert ihn. Ja? Also das ist ein ongoing Task, das müsst ihr die ganze Zeit machen. So, und dann haben wir diese Beziehung hier gefunden, etwas aus der Business-Logik benutzt, etwas aus der UI. Bäh, ne? Dann sagt der Architekt, ja genau, das ist die Reporting-Komponente. Ich wusste schon immer, dass die nicht gut ist. Kann ich das Bild haben, dann gehe ich zu meinem Chef und kriege Geld, dass wir das reparieren. Ich gesagt, nichts leichter als das. Nimm das Bild und, ne? Ja? Man kann natürlich in diese Bögen rein und kann gucken, welche Klassen das sind und so weiter. Ja, also man kann bis auf den Source Code runter und sich dann auch wieder fragen, wer hat das denn gemacht? Ja, das kann man alles tun. Ja? Das macht dann immer viel Spaß. Da rechts haben wir die gleichen Module fachlich sortiert. Also hier unten ist so eine Basisfachlichkeit und andere Sachen bauen darauf auf. Ja? Das war auch die Anforderung, die ich hatte. Die haben nicht zu mir gesagt, die wollen das in Microservices zerlegen, sondern sie haben erstmal nur gesagt, wir wollen eine gute Struktur haben. Wie man das in Microservices zerlegt, ist was anderes, weil dann will ich natürlich überhaupt nicht so viele Bögen. Aber erstmal ist das auch sehr gut. Ja? Ich habe die sehr gelobt. Hier ist wieder die Reporting-Komponente, hier ist noch irgendein anderes Problem. Ja? Aber das ist echt super. Ja? Also, was ich euch damit sagen will, ist, frühes Aufräumen, das hilft wirklich. Ja? Wir machen das bei uns. Wir machen das früh, habe ich euch erzählt, und dann lernen unsere Leute eine ganze Menge und machen andere Sachen nicht mehr so falsch. Ja? Ich weiß noch, als wir mal ein ABAP-System angeguckt hatten, das war unglaublich. Das hatten Java-Architekten, hatten ABAP gebaut, ja. Und dieses System hatte eine Architektur, die habe ich noch, sowas Cooles habe ich noch nie gesehen. Ja? Dreidimensional und so. Es war beeindruckend, ja. Aber die Architekten hatten Angst und haben gesagt, können wir das erstmal ins Geheim angucken? Dann haben wir das also ganz geheim angeguckt, ohne dass die Entwickler davon was mitgekriegt haben. Und dann haben sie gesehen, was wir so machen. Und beim nächsten Mal durften die Entwickler dabei sein. Und die Entwickler waren, also ich meine, das waren Leute, die ABAP machen im täglichen Brot, ja, aber die waren so begeistert davon, dass sie sehen konnten, was für eine Struktur sie da haben und haben so viel gelernt, dass als wir dann nach einem halben Jahr wiederkamen, gab es überhaupt nichts mehr. Ja? Also keine Verletzungen mehr oder so. Also Leute lernen unglaublich viel, wenn man ihr System mal so anguckt und das durchspricht. Ja? Jetzt zeige ich euch noch ein ganz trauriges Teil. Ja? Das habe ich angeguckt, das hat 7 Millionen Zeilen Code, ein riesiges Java-System.
Und dann sollen wir kommen und gucken. Und ich zeige euch erstmal, wie es aussieht. Also links seht ihr jetzt tatsächlich die Schichten, ne? Ich gehe noch mal kurz zurück. Wenn man diese hier zuklappt, ja, dann kommen solche länglichen Rechtecke, ja. Und erstmal denkt man ja, das ist ja ganz gut, ne? Carola hat doch gesagt, wenig rechts, viel links. Das stimmt ja. Ja, aber eine Sache habe ich euch noch nicht verraten. Die Teile, die dunkel sind, da ist am meisten drin. Und wenn ihr das auf meinem Monitor hier sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass der da dunkel, ganz dunkelgrün ist, ja. Da ist alles drin von diesen 7 Millionen. Ja, das andere sind nur so Restbestände. Und was da drin ist, ist das da. Ja, dieses da. 90 verschiedene fachliche Komponenten. Und da haben wir gar keine Architektur mehr gemacht. Ich habe dem System nur gesagt, sortier das mal so, dass die oben sind, die nicht gebraucht werden und so. Ne? Also es ist sozusagen graphentheoretisch sortiert. Das ist das, was man in Domain-Driven Design Big Ball of Mud nennt. Ja. Was machen die da in der Firma? Die geben alle 3 Monate ein Release raus am Wochenende. Das ist eine Inhouse-Entwicklung. Da müssen alle kommen, alle Entwickler und alle Anwender. Die Anwender testen und die Entwickler fixen Bugs. Und wenn man Glück hat, dann kann man am Samstagabend eine Release-Party feiern. Wenn man Pech hat, ist man am Sonntag auch noch da. Und weil ich schon mal auf dem Container-Terminal Software eingeführt hat und das da absolut notwendig war, sowas zu haben, habe ich diesen Architekten gefragt, sagen Sie mal, und was ist Ihr Notfallplan? Also Sonntagabend, was machen Sie Sonntagabend? Ja. Guckt er mich so an und sagt, wir haben eine Vorwärtsstrategie. Oh. Klang erstmal total positiv, ne? Habe ich gedacht, cool. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem klar, tja, seine Leute haben 3 Monate Features gebaut, die jemand haben wollte. Wahrscheinlich auch ziemlich dringend, ja? Die müssen raus. Denn was wäre sein Notfallplan? Nicht deployen, ne? Weil er so ein Monster da hat. Er kann nicht Teile deployen. Geht nicht. Ja? Nur das Ganze. Also, das ist der Frust, der heute in vielen Firmen existiert. Wenn die Leute zu mir sagen, sie wollen das jetzt in Microservices zerlegen, dann arbeiten wir da dran. Ich habe, bevor es die Microservice-Welt gab, habe ich gesehen, was Leute dann machen, wenn sie sozusagen an die Kapazitätsgrenze der Prozessoren kommen. Die deployen das System einfach mehrfach, das Ganze, und leiten dann Nachrichten, bestimmte Nachrichten nur auf, aber die arbeiten alle auf einer Datenbank. Das ist sozusagen Microservices am Gesamtsystem, ne? Also ja, komplett Deployment, einfach mehrfach. Geht auch, kann man alles machen. Ja, so. Gut, also auf der Ebene kann man sich Hierarchisierung angucken, man kann sich aber auch, und das tue ich auch immer, weil da ist der Schmerz, da sind die Leute, die programmieren. Ich gucke mir auf der Klassenebene an, was ist da für ein Chaos. Als ich auf diesem Container-Terminal war, haben die Leute irgendwann kapiert, dass ich mir Systeme von innen angucken kann. Und da gab es ein C++-System, das die neue Lagerverwaltung machen sollte. Das war total günstig im Einkauf, weil das hatte vorher Koffer auf Flughäfen transportiert. Und Container und Koffer sind ja auch fast dasselbe, nicht? Also das muss ja funktionieren. Und dann durfte ich also da reingucken, weil dieses System machte echt Schwierigkeiten. Und habe das auch auf der Klassenebene angeguckt und da waren so ein paar Klassenzyklen drin. Hier einer aus 119 Klassen. Also jeder Kasten ist eine Klasse, ja. Und überall gibt es mindestens Hin- und Herbeziehungen oder mehrere. Also man kann, wo man zieht, kommt alles mit, ja. Also man kann das nicht zerlegen. Und die Farben machen deutlich, dass das verschiedene Komponenten sind. Also eigentlich würde man das, wenn man das fachlich zerlegen wollte, aufteilen wollen. Hier oben ist auch so ein Knäuel, ne? Das sind alles Zyklen, da kann man keine Klasse draus rausnehmen, ja? So. Da habe ich gesagt, ach, guck mal Leute, das geht ja noch, 119, das ist noch nicht so groß, macht da doch mal was, baut ein paar Tests ein, ne? Weil natürlich keine Tests, also ist ja logisch, ne? Wenn man, ja, so. Ja, das können wir machen. Wenn ihr uns dafür bezahlt, sagte der Dienstleister,
Da sagte der Geschäftsführer vom Containerterminal, die sind immer so ein bisschen polterig, ne? Die Leute, ist ja unmöglich. Wir haben qualitativ hochwertige Software bestellt. Was fällt Ihnen ein? Machen Sie das in Ordnung? Und haben die anderen gesagt, okay, okay, das machen wir. Ja, so. Dann durfte ich nach 2 Jahren wieder reingucken. Und dann sah es so aus. 327 Klassen aus 8 Komponenten brauchen sich gegenseitig. Und guck mal, das Ding von hier oben, ja, dieser beige da oben, der ist da jetzt. Der hängt auch mit dran. Der ist da unten links. Ja, der ist auch integriert. Und das ist genau das, was passiert mit solchen Dingern. Das sind schwarze Löcher. Sieht man ja auch. Ne? Schwarz in der Mitte. Wisst ihr, warum es da schwarz ist? Dieses Layout ist so gemacht, dass in der Mitte die Klasse sind, die am meisten Beziehungen haben. Ja, und da sind so viele Beziehungen, dass es schwarz ist von den ganzen Pfeilen. Ja, also von loser Kopplung würde ich mal sagen, keine Rede, ne, in diesem Fall. Diese schwarzen Zyklenlöcher, die saugen Klassen an. Ja, da kommt man nicht weg. Ja, wenn ihr sowas habt, macht es nicht. Ja, denn am Ende fühlt man sich so. Der eine sagt, oh, I cannot reproduce the bug from yesterday. Und dann guckt der andere und dann sagt der andere, maybe a time-space discontinuity has come by and moved us into a parallel universe where this bug has never existed. Und dann sagt der andere, sounds reasonable, I close this ticket. Ja? Das ist mein Lieblingswitz. Den habe ich auch an meinem Containerterminal angehängt. Das fanden die nicht so lustig. Also das ist das, was dann passiert. So, jetzt haben wir ein bisschen über Hierarchien gesprochen. Ich habe euch ein paar Scheußlichkeiten gezeigt. Jetzt zeige ich euch noch ein paar mehr Scheußlichkeiten. Wenn ihr Modularität ernst nehmt, dann wäre es mir ganz wichtig, dass ihr einfach mal in eurem System so ein bisschen messt. Ja, wie groß sind die Dinge hier? Auf Klassenebene, aber auch auf höheren Ebenen. Da erlebt man manchmal Überraschungen. Ich war mal bei einer großen Firma in Waldorf und da durfte ich mir Software angucken in Java. Die gibt's aber jetzt gar nicht mehr. Die hatten irgendwie 20 Millionen Java und ich durfte mir 1,5 davon angucken. Und die hatten in ihrer Software Maven drin. Ja? Also man konnte Source-Teile zu Komponenten machen und die durften keine Zyklen haben. Habe ich gedacht, das ist ja super, ne? Darf man mit Maven ja auch nicht. Ist doch, hat Carola doch gesagt, keine Zyklen, ist doch gut, ne? Ja. Und dann hatte ich also diese 1,5 Millionen da drin und dann habe ich zu dem Architekten gesagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, wie viele Komponenten, also wie viele Maven-Module habt ihr denn hier? Ja, 9, sagt er. Sag ich, okay, wo sind die, dass wir hier die mal modellieren und so? Dann sagt er, nee, aber können wir das mal richtig machen? Und ich so, wie richtig machen? Ja, eigentlich sind es 17. Ach, sag ich. Und ich zeige euch jetzt ein Bild aus dem alten Sodographen, ist aber auch nicht viel schwerer zu verstehen. Hier seht ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Module, die er haben wollte. Ja? Und die 9 Komponenten sind hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die gestrichelte Linie umfasst Nummer 9. Ja? Und warum? Weil er hat Zyklen zwischen den einzelnen Modulen da drin, ja, und deswegen konnte er das nicht auseinandernehmen und kriegt kein Geld für Refactorings und so weiter. Was hat er da eigentlich? Der hat einen riesigen Monolithen mit ein paar Satelliten drumrum, ja. Dafür lohnt sich das nicht, so ein Maven oder irgendwas einzusetzen, ja. Das kann man auch lassen. Also messt mal so ein bisschen rum, dass ihr seht, was ihr da habt, ja. Also so das ganze System und so ein paar Satelliten, keine Modularität. Letztens war ich bei einem Kunden, der hatte 9 Millionen Java. Das war ein System noch in der Entwicklung, um ein Altsystem abzulösen. Und, tja, es war jetzt schon zäh, daran zu entwickeln. Dann habe ich gesagt, lassen Sie mich doch mal gucken. 9 Millionen, wie viele Build-Units haben Sie? Dann sagt er, 128. Denke ich, bisschen wenig. Ne? Dann habe ich einfach mal geguckt, wie viele Klassen so in den Build-Units sind. Auch eine ganz einfache Auswertung, könnt ihr auch machen. Und da gab es eine Build-Unit mit 9240 Klassen. Also viele Systeme sind so groß. Ne? Weil
Das sind nicht nur 9.240 Klassen, sondern auch 3 Millionen Zeilen Code. Das ist richtig groß. Aber das ist komisch, ne? 3 Millionen ist ja ein Drittel. Das müsste ja eigentlich so viel sein. Also ein Drittel vom Kuchen. Was ist da wohl passiert? Tja, die Klassen in dem Ding sind alle ziemlich groß, ne? Wahrscheinlich. Also im Verhältnis jedenfalls. Ja, da muss man doch mal reingucken, ne? Und da drin habe ich was gefunden. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich zeige euch also jetzt meinen schönsten Schatz. Normalerweise hört das immer so bei 500, 400, 500 Klassen auf mit den Zyklen. Aber da drin waren 5.270 Klassen in einem Klassenzyklus, ja? Und ganz viele, ihr seht verschiedene, ne, verschiedene Package-Teile. Ich habe das angeguckt und habe zu dem Architekten gesagt, in Gottes Namen, was machen Sie denn damit? Ja, nee, da machen wir gar nichts mehr mit. Wir haben eine Schnittstelle gebaut. Ja. Oh. In Domain-Driven Design nennt man das Anti-Corruption-Layer. Aber normalerweise verwendet man dieses Muster für Altsysteme. Und das System ist noch in Entwicklung, ne? Also ihr merkt schon, man kann ganz schnell in die Schmerzpunkte pieksen. Ob den Leuten das dann gefällt, ist eine andere Frage. Und wenn ihr auf der oberen Ebene, auf der großen Ebene messt, dann messt auch mal auf der Klassenebene, weil die Frage ist immer, was sind da für Klassen? Wenn, also das ist auch was so Typisches, das zeige ich euch heute Nachmittag auch nochmal in Bildern. Wenn man ein System anguckt, was so über 500.000 Zeilen Code groß ist, die großen Klassen, wisst ihr, welche das sind? Das sind die Kern-Business-Klassen. Vertrag, Kunde, Konto, Produkt. Die sind riesengroß. Und warum? Weil in der Software mehrere Funktionalitäten eingebaut sind, die alle diese eine Produktklasse benutzen. Und jeder hat an die Produktklasse noch die Attribute und die Methoden rangebaut, die er braucht. Weil das hat man uns ja beigebracht. Wenn da schon was ist, dann müssen wir das doch wiederverwenden. Ja, und dann werden die immer größer und immer größer. Und jeder braucht nur einen Teil. Ne? Da hat Domain-Driven Design eine schöne Antwort drauf. Wenn ihr diesen Schmerz habt, dann erzähle ich euch das nachher gerne. Also messt mal. Ja? Das ist spannend. So, und dann gibt es noch die Musterebene. Das ist das Allerschönste, sich mit den Leuten anzugucken, was für Muster habt ihr? Meistens merkt man das, wenn man so mit Modularität und Hierarchisierung rummacht, so ein paar Schichten macht oder fachliche Komponenten und die Verletzung angucken und dann sagt einer, was? Das darf ein Service doch gar nicht. Ja? Oder sowas. Oder einer sagt, das ist nicht erlaubt, dass eine View einen Command ruft oder irgendwas. Ja, also die Leute sagen, sprechen plötzlich in Mustern. Dann weiß ich, hier finde ich was. Ja. Und ich gucke meistens nach so typischen Mustern. Die Leute erzählen mir das dann. Das sind, na, ihr kennt wahrscheinlich alle Model View Controller. Und das Schöne an Mustern, das unglaublich Schöne an Mustern ist, erstens stärken sie die Modularität, weil das Muster beschreibt die Aufgabe der Klasse. Ja? Wenn ich zu euch sage, ihr sollt eine Service-Klasse bauen, dann baut ihr bestimmt was anderes, als wenn ich zu euch sage, ihr sollt eine View-Klasse bauen. Ja? Die Aufgabe der Klasse ist klar, die Modularität wird besser und Muster machen Regeln darüber, was man darf in den Beziehungen. Ja? Wenn ihr eine Service-Klasse finden würdet, die die View ruft, dann würdet ihr wahrscheinlich auch aufschreien. Ja? Das ist nicht erlaubt. Ja? Also Muster hierarchisieren ein System. Ja? Und je nachdem, wie klar sich die Leute darüber sind, was für Muster sie haben, geht das schnell oder nicht so schnell. Ich zeige euch jetzt ein System, was richtig super gemacht war. Die Leute hatten das noch nie so angeguckt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben also an der Tafel, oh, hier ist irgendwas mit der Schriftart kaputt, ist aber auch egal. Wir haben an der Tafel die Muster, ja, zusammengesammelt und geguckt, in welchen Beziehungen die stehen. Und dann haben wir die im Source Code gesucht. Und das Interessante dabei, das kann man mit ganz vielen Tools machen, also nicht nur dem Sotografen, sondern auch mit anderen Tools, kann ich euch auch noch sagen, mit was. Das Interessante dabei ist, man schafft eine Sicht auf die Architektur, die quer ist zu Schichten und fachlichen Modulen. Denn was haben wir hier gemacht? In diesem Teil hier oben sind alle Service-Klassen von überall her zusammengesammelt. Ja?
Könnt ihr euch das vorstellen? Es sind also Scheiben des Systems. Hier sind alle Klassen, die irgendwas, die Processes heißen. Und hier sind alle Importer. Man findet also quasi in jedem dieser Modellierungseinheiten den ganzen Package-Baum, aber immer nur ein Teil der Blätter, also ein Teil der Klassen. Ja? Und wenn man sein System so mal sieht, ja, das hier ist eine Server-Komponente. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ganze UI fehlt. Die hatten auch viel Spaß. Die hatten den Server in Java und die Clients waren in C#. Und dann gab es auch noch PLSQL in der Datenbank. Also jeder hatte so seinen Spaß in dieser ganzen Landschaft. Aber das Java-Ding sah gut aus, denn die Muster waren sehr gut geschichtet übereinander. Es gibt nur sehr wenig Verletzungen. Wir konnten 90% des Source-Codes den Mustern zuordnen. Also es gab nur und sehr wenig Verletzungen. Das ist immer so eine Frage. Wie viel kann man hier zuordnen und wie viel nicht? Meistens so am Anfang vielleicht so 50%, aber wenn die Leute richtig gut sind, dann kommt man so weit. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was passiert, wenn man Muster falsch einsetzt. Das hier ist ein Klassenzyklus, das sind alles Klassen hier. Ja? Und hier gibt es einen Plugin-Manager, der kennt die Command-Klassen. Ja? Das ist so, wie ich euch vorhin schon mal gezeigt habe, bevor wir Dependency Injection hatten, haben wir so gebaut. Ne? Das Service Repository kennt seine Services. Das ist kein Problem hier, das leiste ich auch meistens bei den Leuten so. Das Problem kommt hier hinten. Da gibt es eine Klasse, die heißt Plugin Properties. Ja, da hinten, das verwenden alle. Alle Pfeile gehen da hin und das ist eine ganz dumme Klasse. Ja? Aber was macht diese Plugin Properties Klasse? Die benutzt eine Klasse hier unten, die heißt Property Helper. Und dadurch entsteht dieser ganze Kreis hier. Alle die hängen da nur dran, weil da unten eine Klasse ist, die Property Helper heißt und die einfach hier lustig verwendet wird. Habt ihr viele Helper-Klassen? Ich habe im Prinzip nichts gegen Helper-Klassen, wenn man genau beschreibt, was sie sollen. Aber wenn man nur denkt, eine Helper-Klasse ist da, um mir zu helfen, ja, dann kann ich die von überall aufrufen. Jeder kann was mit der machen und ganz viel Spaß mit der haben. Und dann zerknäult sich das ganze System um die Helper-Klassen herum. Früher waren das die Util-Klassen. Das ist irgendwie jetzt besser. Ja. Und ich mache Schluss mit diesem Witz hier, weil der ist so herrlich. Da steht, Best Practices in Application Architecture. Today, use layers to decouple. Und er sagt, and every year we mount a new layer to decouple us from the crap we've done the year before. Aber das Allerbeste ist das, was da unten steht. Annual rings, Jahresringe. Jede Software hat Jahresringe, das ist ganz normal. Aber sorgt dafür, dass sie so klein wie möglich sind. Macht nicht überall andere Muster rein, sondern fragt euch, welche Muster ihr habt und diskutiert die zusammen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wer noch Tool-Fragen hat oder andere Fragen, der komme gern nach vorne. Ich bin noch den ganzen Tag und auch morgen den ganzen Tag hier und freue mich auf Diskussionen mit euch. Danke.